Ja, hallo und guten Tag. Ich grüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Let's Play Secret of Mana. Wir sind hier in der letzten Folge angrenzend an die Nordstadt in diesen Ruinen angekommen. Haben hier die gute Heidi, die Freundin von Bruni, angetroffen, die in einem sehr merkwürdigen, hypnotischen Zustand gewesen ist. Da kam gleich die Sarah um die Ecke und hat sie mit zum Arzt geschleppt, wo sie meines Erachtens auch hingehört. Und hier soll sich irgendwo auch Hagen tummeln. Und die liebe Evil und ich, wir haben uns ja beim letzten Mal so ein paar Gedanken gemacht, ob die hier nicht vielleicht sogar was mit Hagen zu laufen hat. Sie hatte nämlich irgendwie so was Komisches angedeutet bei der letzten Begegnung hier. Ja, das war sowas wie, wir sind glücklich hier oder so. Und sowas sagt man ja in der Regel nicht einfach so aus Spaß und der Freude. Ja. Übrigens haben wir immer noch den 22. September, nur so. Ja, auch vielen Dank, dass du das vorwegnimmst. Ich neige nämlich dazu, das zu vergessen. Als Randnotiz. Ja, ich weiß, in deinem Alter ist das. Neuer Rekord und meine Stimme überschlägt sich hier schon wieder voll. Ja, und Bruni ist auf jeden Fall extrem traurig gewesen. Das hat mir und dir wahrscheinlich auch voll leid getan. Und ich finde immer noch, dass der Boden voll geil aussieht. Mir gefällt die Farbe nicht. Also ich finde so ein dunkles Lila so hammerschön. Das ist mir schon wieder Overflow. Oh nö. Overflow. Ich habe dich jetzt nur zitiert. Ich weiß. Ich habe nämlich in den letzten Folgen den großen Fehler gemacht, dass ich gar nicht aufgepasst habe, ob Tante Evil jetzt hier nicht irgendwie voll hässliche Anglizismen verwendet, ja. Achso, soll ich überhaupt zaubern mal kurz so oder soll ich es erstmal noch nicht? Gegen den würde ich es erstmal noch nicht machen. Okay. Weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, vielleicht erinnerst du dich noch an die letzten Ruinen, da gab es diese Tomatenmänner. Stimmt. Weißt du noch? Stimmt. Die konnte man, glaube ich, nur mit Zaubern umnieten. Und ich glaube, es gab sogar Wolkengegner und die waren ebenfalls nur die mit gab Zaubern. Die gab es aber nicht hier. Die... Da was ist eine war Tür. Das? Ja, unten. Oh. Hier oben aber auch. Ja. Oh! Die machen diese Augen. Das ist nicht gut. Die machen diese Augen, die machen diese komischen Hühneraugen. Diese Omenglotze heißen die, glaube ich. Ja, stimmt. Stimmt. Aber die Augen, die sind, glaube ich, neu. Also wir hatten solche schon mal im Wäldchen. Ich glaube, die hatten aber eine andere Schloss. Farbe, oder? Hadesauge heißen sie hier. Hadesauge. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie damals hießen. Ja, Turas Schloss, der Ort, wo wir die Lache des Jahrhunderts von Evil zu hören bekommen haben. Gar nicht wahr. Die lügt wie gedruckt, hört man. Aber sowas von wie gedruckt, ja. Immer rein in die Wunde, wo wir gerade von meinem kaputten Drucker sprechen mussten, ne? Ey, das war jetzt nicht beabsichtigt. Wow. Der ganze Frust über dieses Thema hat sich in meinem Pfeil entladen. Aber wenn die Gegner so bleiben, finde ich die cool. Also ich finde diese Augen auf jeden Fall geiler als diese komischen Tomatenviecher da in der letzten Ruine. Ja. Hast du mir gerade zugestimmt? Ja. Okay. Wollen wir jetzt unten in die Türen rein oder oben? Weiß nicht. Auf jeden Fall erstmal die Seitentüren, bevor wir irgendwo in die Mitte gehen. Ach so, stimmt, ja. Okay, stimmt. Dann nehmen wir erstmal die ganzen Seitentüren. Die Mitte, die mittlere, die habe ich am Anfang gar nicht erkannt. Toll. Hey. Das hat es vorher gemacht, das sieht aus wie ein Altar oder sowas. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie so ein satanischer Ritualraum oder so. Das Einzige, was mich da stören würde, wäre dieser Waschbärkopf da in der Mitte. Aber sonst, so die Kerzen, die im Wind mitwippen, ist natürlich schon sehr interessant. Na, jungfräuliche Koboldin, möchtest du dich diese nicht Diablo-Figuren dem Teufel hier. Opfern? Diese Diablo-Figuren hier, genau. Die richtig geile Hörner haben. Da kriege ich schon wieder voll Bock auf Diablo irgendwie. Ganz schlimm. Ich krieg immer Bock auf Diablo, wenn ich dieses Wort nur irgendwie höre. Wir müssen mal vielleicht... Also wir hatten aber sowieso mal überlegt, irgendwie den Dreier in Angriff zu nehmen, oder? Also, den... Ja. Da ist aber die Frage im Raum, ob mit Add-on, beziehungsweise dieses Reaper of Souls oder ohne. Also ich habe nur das Normale bis jetzt. Ich habe Reaper of Souls mir bis dato noch nicht zugelegt. Hab aber schon mit dem Gedanken gespielt, ob ich das noch mir holen soll oder nicht. Aber ich spiel solche Spiele wie Diablo immer so langsam. Ey, wie kann denn dieses Auge wandern, ey? Ja, echt, das habe ich mich auch gerade gefragt. Was? Ach, Ziel rauf. Ich weiß nicht, ich spiele aber, glaube ich, voll langsam. Ich glaube, das wäre irgendwie kontraproduktiv, mit mir so ein Spiel anzugehen. Also zumindest, wenn wir das parallel dazu überlegen, aufzunehmen. Das ist doch scheißegal, wie lange sowas dauert, oder nicht? Eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ich brauche immer so lange, um durch die Menüs durchzugucken und so. Ja, und? Ja, könnten wir mal machen. Die Frage ist, wenn wir so ein Spiel wirklich mal machen, ob wir das dann als in das die noch Niveau eine Limbo... Mhm. Ah, stimmt. Ob wir das in die... Oh! Was, eine Fratzentruhe? Boah, ihr habt eine Sonnenbrille, du bist gleich tot. Alter, ich bin tot.
Was? Die machen. Alter, Alter. Okay. Ich glaube, das wird gerade unser erster Dings tot, ne? Ich glaube, das wird unser erster Game Over. Soll ich erstmal wegrennen oder erstmal Lebenswasser? Erstmal Lebenswasser, glaube ich, ne? Ich glaube, ich bin immun, ne, wenn ich Lebenswasser nehme. Also so für den Zeitpunkt, bis jemand wieder da ist. Ich mach mal erstmal dich wieder zurück. Aber ich glaube, du hast mit Game Over gerade, ne? Aber gut, egal. Warte, warte, warte. Ich nehme gleich das nächste, ja? Ja, ja, mach mal. Ach du Heilige. Bin und ich muss mich unbedingt heilen. Ey, das war ja gerade mal richtig übertrieben. Was ist denn da los gewesen? Die ist aber immer noch nicht tot, diese Truhe übrigens, ist sie auch nicht. Die ist ein ganz normaler Gegner jetzt geworden. Scheiße. Komm mal hier nach oben, weil auf den Treppen kann man sich so, ja, warte, so schwer bewegen. Brauchst du schon Heilung? Ja, du brauchst Heilung. Ich wollte aber gerade laufen, aber ich konnte nicht. Ich war schon, schon tot. Ey, das ist so pervers, wie viel. Döner ist auch schon wieder tot. Krass. Wie, was machen wir denn jetzt? Wollen wir erstmal ohne Döner kämpfen? Geh mal, nimm am besten Wundertau. Nimm Wundertau. Dann kommen wir aus diesem Ort raus. Dann kommen wir hoffentlich nach draußen und können uns heilen gehen, beziehungsweise, Lebenswasser nochmal einkaufen. Genau. Ey, was ist denn da los gewesen? Döner ist immer noch tot. Achso. Also ganz ehrlich, ich würde vorschlagen, dass wir ab sofort keine Truhen mehr aufmachen. Okay. Also ohne Scheiß, weil ganz also ehrlich... Also zumindest solche, die von Gegnern droppen, meinst du? Ja, ja, genau, genau. Ja. Weil wir brauchen ja aus den nächsten... Wir kaufen uns ja sowieso immer voll mit allem möglichen Zeug. Wo war das Honig, Zeug? Honig ist das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ne? Ja, also aber das gab es ja auch nicht im Angebot, leider. Sonst hätte ich das schon geholt. Wenn wir jetzt übernachten, wird Döner dabei wiederbelebt? Ich glaube ja, oder? Wollen wir es mal probieren? Ich meine, selbst wenn wir das Geld jetzt in den Sand setzen, so wirklich Weltuntergang ist das auch nicht. Nee. Ey, war das gerade krass. Ey, mir ist gerade so das Herz in die Hose gerutscht. Ja, vor allem, wie extrem viel Schaden und dann auch mehrfach. Ich dachte einmal. Nee, okay, ja. Er scheint nicht mit wiederbelebt zu werden. Tatsache. Aber das macht nichts. Dann nehmen wir halt ein Lebenswasser für ihn. Nee, doch. Hä? Ist er wieder da? Warum freut denn der sich, wenn er nur so ein hässlicher Geist ist? Hä? Jetzt ist er wieder ganz... Voll merkwürdig, ich glaube, der ist wieder bei uns. Ich glaube, er verweilt wieder unter den Lebenden. Ja, okay, alles klar. Sehr schön. Und ansonsten hätte ich jetzt gesagt, gut, muss man halt in Lebenswasser investieren jetzt und das eben jetzt nachkaufen gehen, wenn wir den Shop nochmal aufsuchen, wo auch immer der war. Na, wollen wir jetzt Lebenswasser kaufen oder nicht? Ja, na klar. Ich weiß aber nicht, ob hier ein Laden gewesen ist. Doch, hier muss ein Laden gewesen sein. Wir haben uns doch hier neue Ausrüstung gekauft. Wir haben doch diesen schicken Tiger-Bikini gekauft. War das hier drin? Aber war das... ich glaube, das war eher weiter rechts, oder? Nee, nicht hier. Ich weiß es nicht mehr. Bei Nord- und Südstadt sahen sich so ähnlich. Hier. Ah, hier. Mhm. Ja, ich bin gerade voll gegen mein Headset gekommen. Also wenn ihr gerade komische Geräusche gehört habt, dann war das meine Schuld. Das ist nicht schlimm, oder? Ich dachte, du sagst jetzt so wie immer. Nee, ich habe gesagt, es ist nicht schlimm. Ach so, dann ist gut. Walnuss haben wir, glaube ich, alles, ne? Ja. Wie viele Lebenswasser? Das waren 2 oder 3, die wir jetzt gerade gebraucht haben. Auf jeden haben, Fall einfach voll kaufen. Dadurch, dass wir eh nur 4 tragen können, kannst du einfach hier voll deine Art-Taste mal rotieren. Na, bei mir ist es die B-Taste. Das liegt aber daran, dass ich das Original Super Nintendo Pad in der Hand halte. So. Mal richtig klassisch, ey. Mhm, ist aber richtig cool auf jeden Fall. Ja. Also jetzt trotzdem wieder zu den Ruinen, ja? Ja. Alter Schwede, oder? Aber einen großen Bogen um diese vermaledeiten Truhen machen, weil das geht echt überhaupt nicht. Ich bin gerade unter durchgeschlüpft, ey, richtig geil. Na, bist ja auch Schlüpfi, ey. Ah ja, stimmt, da war ja was. Da war ja was, ne? Hat das doch diesen schnieken Spitznamen. Ja, das habe ich auch schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. So, da unten sind wir jetzt in beiden Türen drin gewesen, aber oder? Oben also noch in beiden nicht. Seitentüren. Genau, wir wollten jetzt hier nämlich hoch. Aber du bist ganz sicher, dass wir unten in beiden versucht haben, ja, irgendwie reinzukommen? Ja, ganz sicher. Okay, sehr schön. Die Frage ist ja, theoretisch, wenn wir alle unsere Waffen irgendwann mal maximiert haben, also auf das höchstmögliche Level gebracht haben, ich weiß, was maximieren heißt, dann, lohnt es sich ja fast gar nicht mehr, die Gegner hier so großartig umzunieten, ne? Außer für die Level-Ups noch. Ja, gut. Sehr und schön. Und für die Zauber halt, ne? Ach ja, die gibt's ja auch noch. Oh, was ist das denn hier? Oh, da ist aber eine weitere Tür hinten. Ich glaube, die können Blitzzauber. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die machen Blitzschlag. Toll, schön, dass du weg bist. Also vielleicht habe ich das aber auch nur die kann ich geträumt. So augenscheinlich nicht angreifen, oder? Nee, der verschwindet immer. Möchtest du vielleicht mal einen Analysezauber auf die werfen? Ich bin voll im Bogen. Im Boden. Ich bin voll im Bogen. Auch nicht ich bin schlecht. Voll in meiner Waffe drin, hä? Der Analysezauber ist bei Elektra.
Ja, ich kam gerade nur mit der Steuerung nicht klar. Die Achso, das übliche Problem. Komplex. Racheengel. Haben wir beide gleichzeitig gesagt gerade. Hat cool. Die gerade eine Glutgranate? Ach du Scheiße. Das ging Ach, aber noch. Ach du Scheiße. Elektra erreicht Level 1. Ja, super. Ich will aber sehen, wogegen die empfindlich sind. Erfahrung, naja. Weiter. Hä, was ist denn das jetzt? Laterna. Ja gut, haben wir nicht. Voll der Spoiler, ey. Haben die uns voll verraten, was hier noch kommt? Also dir... Ich kann mir unter Laterna eh nichts vorstellen, insofern passt das. Also ich würde alles außer Vesuvio nehmen, weil die ja selber halt die Glutgranaten zaubern. Ich glaube, der Rest ist dann egal. Ja. Nehmen wir beide gleichzeitig, ne? Ja. Oh, ich hasse so eine Gegner, die so immun sind gegen alles physische. Das geht aber eigentlich vom Schaden. Ey, haben wir gerade mit einer normalen Waffe Schaden gemacht? Hast du es auch gerade gesehen? Ich weiß. Ja. Hä? Oder man muss die erst quasi... Hä? Irgendwie werde ich jetzt aus den Gegnern gerade auch nicht schlau. Wollen wir hinten jetzt weitergehen? Ja. Ja, ich würde sagen schon. Also ich glaube mal unten in der Mitte ist der richtige... Nein, obwohl, nicht schon wieder diese Bettlaken hier. Lass mal kurz nach rechts gehen. Lass mal hier kurz, ich laufe mal hier ein Stückchen weiter. Das sieht irgendwie auch verdammt richtig aus, oder? Das sind ja schon wieder so... Ach nee, hier brauchen wir ja gar nicht. Wollen wir hier nochmal weiter? Lass mal erstmal hier vorbeirennen, so ein bisschen... Ah, ja, die können wir aber nehmen, weil die, ja, die stand genau. Hier schon. Das wird es auf der linken Seite bestimmt auch nochmal geben. Bogenorb. Yay, juhu. Das ist die Waffe, die du gerade trägst, ne? Ja. Ja, das stimmt. Ja, können wir jetzt hier in aller Seelenruhe auch weiterkämpfen. Weil da habe ich immer so voll die Angst, ne? Aber ja. Ich glaube, das geht dir da ähnlich, dass man erstmal so den richtigen Weg läuft. Ey, immer wieder. Ich habe das in so vielen, vor allen Dingen in den Blind-Let's Plays, ja? Ist das immer richtig, richtig ätzend. Oh, Laser-Inferno. Oh, das ist einer der stärksten Zauber im ganzen Spiel. Also das wird definitiv Levelstufe. Level 1 gewesen sein gerade. Nee, es war Level. Level 3. Okay, ich. Dann hat dieser Gegner aber einen sehr schlechten Magiewert. Weil wenn wir irgendwann selber Laser Inferno zaubern können und das Level maximieren, 3? Ey, das ist so die Geheimwaffe gegen voll viele Bosse und Gegner und überhaupt. Die Attacke sieht aber richtig geil aus, finde ich. Laser Inferno? Ja, finde ich auch. Aber gehört nicht in meine Top 3, glaube ich. Nicht mal in meine Top 5. Na gut, ich kenne ja auch noch nicht alle, muss man ja dazu sagen. Ja. Wollen wir die jetzt töten, würde ich sagen, oder? Also solche Gegner sind ja mal prädestiniert, um so Zauber an... Nee, nicht den... Ich würd einzeln jetzt auf eine Windel gehen, auf einen Furchtlaken, genau. Die heißen aber immer noch so. Ja. Kennen wir die schon? Ja, die kennen wir aus dem Eispalast. Und da hießen die auch so? Mhm. Oh, irgendjemand hat ein Level erreicht. Wollen wir uns angucken, wer? Gleich. Nein, ich bin doch so ungeduldig. Evamantel Level 7? Das macht dich nur langsamer. Ich glaube, da frisst du keinen Schaden, wenn mich aber nicht Level 7? Alter Schwede. Nö. Ja, ich bin wahrscheinlich bloß langsamer oder so, ja. Jetzt ja, haben wir gar nicht gesehen, wer irgendwas erreicht hat, oder? Da hat ja auch keiner was erreicht, glaube ich. Ich glaube einfach nur, der Gegner ist gestorben, oder? Ach so, echt? Hm. Mir war da vorhin so, als ob ich so ein du hast irgendwas Tolles geschafft, Geräusch kam. Wie war das? Wie war das noch? Was? Dieses Ich bekomme das immer gar nicht mit, wenn ich komische Geräusche von mir gebe. Deswegen mache ich dich ja darauf aufmerksam. Das ist überaus freundlich. Ist das eigentlich die Folge, wo ich keine Anglizismen bringen darf? Ja, aber das hast du ja eh schon. Echt? Ja, durch dein Game Over, ne? Hast du das nicht nur gesagt mit dem Game Over? Nein, das hast du gesagt. Oh. Mein Waffenlevel ist gestiegen. Sehr schön. Kannst du auch nicht noch weiter aufleveln, ne? Nee. Ich mach auch gleich. Ich mach auch gleich Wechsel, wenn ich fertig bin. Ja, Gabel, ey. Sucht bestimmt ihre Currywurst. Deswegen ist die so wütend. Die. Wieder die. Ja, die rachlüstige Kreatur. Warte mal, ich nehme mal einen Energiesug, einfach nur um zu gucken, wie viel mir das jetzt wieder bringt. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist ja auch von mir. Na, gute Kombinationsgabe. Und direkt wieder die Schaden gefressen. Ich glaube, da braucht jemand Hilfe. Nein, niemals. Das täuscht. Nee, ich weiß auch nicht, wie ich immer auf diese komischen Ideen komme. Echt? Aber warum hast denn du gerade... Alter, ey, was spuckt dieses Vieh denn die ganze Zeit? Was habe ich gerade? Kannst du mal aufpassen, in die Currywurstgabel die ganze Zeit reinzulaufen?